Das Niegelingen der Bemächtigungsansprüche von männlicher Seite auf das Objekt klein a, das er nie erreichen und einzufangen vermag, von dem er sich allerdings fragt, wenn das sowieso nicht gelingt, was es dann überhaupt soll. Von der anderen Seite, ebenfalls am Anfang in Phasen der Liebe, die dyadische Liebe eines allein ausschließlichen Bemächtigungsbesitz-Objektziels, aber nach den ersten Enttäuschungen, die Aufspreizungen der Artemis, sodass das immer daneben geht. Ich hatte mich immer gewundert, welch verklärten Blick beim Anblick des Phallus des Osiris, des abzuschneidenden Frauen bekommen und was das soll, dies als Objekt der des bevorzugten Dings herzunehmen, die Spreizung der Schenkel einerseits hin auf Groß A, andererseits auf Groß Vieh, sodass jedes dieser Akte, egal was sie da überkommt und was sie damit sich anstellen lassen, egal ob es um den allerheiligsten Vermählungsakt, Verschmelzungsakt geht oder um die profanierte, purifizierte Täuschtausch, Usualität, das ist immer ein Transferierungs-, ein Transportierungsprogramm, eine Metapher, ein Metamorphotisierungsdurchgang, in dem am Ende das Ganze wieder gereinigt, erquickt, jubilatorisch hervorgeht in jeder Form dieser Bemächtigung des Teils, das am Ende dem Osiris zu fehlen hat und aus dem dann Neues zusammengescrabbelt wird. Diese Erfahrung der Frauen in jedem dieser kleinen Akte, das Neugeborenwerden aller Universen nach dem Höllentodesdurchfahrten, schon im banalsten, alltäglichsten, usuellsten Wiederholungsfall des der Phallus-Einverleibungen.